Hallo Grillfreunde, ihr wollt in den Urlaub fahren, wollt aber euren Tischgrill mitnehmen, habt jedoch keinen Bock, eine komplette Gasflasche mitzunehmen, dann haben wir heute einen Tipp für euch. So, wie ihr seht, wir haben hier schon ein paar Sachen aufgebaut, beziehungsweise den Tischgrill von El Fuego, den Jesolo, den verlinken wir euch hier oben mal. Dieser Tischgrill wird normalerweise an einer 50 Millibar oder mittels Druckminderer an eine Gasflasche angeschlossen, 5 Kilo, 11 Kilo, wie auch immer, und die stelle ich dann dementsprechend daneben. Wenn ich jetzt in Urlaub fahren möchte, ja, schön praktisch, leicht, einfach in den Kofferraum rein, los geht's, aber ich brauche halt immer eine Gasflasche. Was nicht gestattet ist, was nicht okay ist und was auch vor allen Dingen verboten ist in Deutschland, wenn ihr jetzt diesen 50 Millibar Gasgrill an den Festanschluss eures Wohnwagens hängt, könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, okay, ich habe einen Festanschluss, ich schließe das Ganze jetzt am Wohnwagen an. Der hat 30 Millibar, der Anschluss des Wohnwagens. Das ist nicht gestattet, funktioniert auch nicht richtig, denn die Brenner sind auf 50 Millibar ausgelegt. Heißt also, im schlimmsten Falle bekommt ihr noch nicht mal gescheit Temperatur oder der Brenner zündet nicht, hat Fehlzündungen, wie auch immer. Macht es bitte nicht. Wir haben mit der Firma Enders mal gesprochen. Ey Leute, gibt es da nicht irgendwie einen Adapter, dass man an Gaskartuschen drangehen kann? Darf man das überhaupt? Ja. Man darf es und es gibt es. Das heißt also, es gibt hier von der Firma Enders ein Kartuschenhalter-Set, beinhaltet neben einem Gasdruckminderer, der auf 50 Millibar ist und einen Schraubgewindeanschluss hat, zusätzlich noch ein Kartuschenhalter-Set. Ist jetzt eigentlich für einen Enders-Grill, zum Beispiel einen Urban, wer sowas hat, ist das das ideale Ersatzteil dazu. Da kann ich dann letztendlich die Halterung an der rechten, linken Seite anbringen, mittels Schrauben fixieren und kann die Kartusche dann dementsprechend reinstellen. Wir brauchen aber heute für den Test tatsächlich den Druckminderer hier. Dieser Druckminderer wird natürlich mit einem Gasschlauch geliefert und wir müssen das Ganze jetzt einfach nur einmal austauschen. Standardgemäß ist hier der 50 Millibar Druckminderer vom Hersteller dran. Unterscheiden sich jetzt optisch erstmal von oben gesehen fast gar nicht, aber auf der Unterseite haben wir den Unterschied. Und zwar haben wir hier jetzt noch zusätzlich einen Anschluss, wo wir jetzt die Möglichkeiten haben, eine Gaskartusche anzuschließen. Wichtig ist dabei, ich habe extra mal welche rausgesucht, es ist egal welcher Hersteller, ob ich jetzt hier eine Campinggas nehme, eine Enders nehme. Wichtig ist, dass diese Gaskartuschen, die ich dafür auswähle, einen Schraubverschluss haben. Nicht einen Schraubverschluss, ein Schraubgewinde haben. Es gibt diese Kartuschen auch ohne Schraubgewinde. Da funktioniert das Ganze nicht. Also ich brauche wirklich für diesen Druckminderer, brauche ich ein Schraubgewinde. Ich schließe das Ganze am Grill an. Jetzt nehme ich mir mal so eine Kartusche. Das ist jetzt, in diesem Fall ist das eine Enders-Kartusche. Die öffne ich hier oben, wenn es denn funktionieren würde und ich nicht das Plastikteil abreiße. Schraube letztendlich nur noch den Druckminderer drauf. Dann gibt es hier einen Widerstand, da drücken wir ein wenig und schrauben mit etwas Kraft weiter, bis der Widerstand wirklich groß ist. So. Und jetzt haben wir das Ganze handfest gemacht. Im Grunde genommen war es das jetzt auch schon. Und ja, das ist sicher. Ist in Deutschland erlaubt, ist gar kein Problem. Es ist ein 50 Millibar Druckminderer, ein 50 Millibar Gasgrill. Funktioniert tadellos, darf man so machen. Jetzt testen wir das Ganze mal, wie lange denn so eine Kartusche hält. Weil das Erste, was mir durch den Kopf geht, wie viele Kartuschen brauche ich denn jetzt für drei Bratwürstchen oder so? Und genau das ist der Punkt, warum wir heute das einfach mal aufbauen und austesten möchten. Also wir haben jetzt hier den Jesolo. Der Jesolo hat zwei Gasbrenner, A 3,2 kW. Wir werden jetzt beide Brenner anfeuern. Ich möchte also die komplette Grillfläche nutzen. Grundlegend ist es der Kartuschenhalter-Set. Das Kartuschenhalter-Set wäre auch kompatibel zu größeren Grills. Also ich kann auch einen Fünfbrenner anschließen, das ist kein Problem, aber dementsprechend wird wahrscheinlich die Kartusche schnell leer sein. Go! Ja, uns ist während des Zeitraffers jetzt tatsächlich der Akku der Kamera alle gegangen. Allerdings haben wir jetzt gerade mal geguckt, also es kommen noch kleine Flammen raus, aber die Kartusche ist weitestgehend leer. Wir sind circa
eine Stunde damit hingekommen, also etwas mehr als eine Stunde. Jetzt kann man das Ganze hochrechnen. Ich habe hier 450 Gramm drin in der großen Flasche, in der 5 Kilo Flasche ist das zehnfache Pi mal Daumen drin, also komme ich auch ungefähr zehnmal so weit damit hin. Vor allen Dingen ist es dann auch irgendwann ein Kostenfaktor logischerweise, aber wenn ich in den Urlaub fahre und ich habe wirklich wenig Platz, dann kann ich das genauso machen. Tischgrill, ein paar von diesen Kartuschen, die ich auch überall nachkaufen kann, gegebenenfalls auch vor Ort dann in den Ländern, wo ich gerade unterwegs bin, und dann ist das easy going. Also, Kartuschenhalter-Set von Enders haben wir hier. Den haben wir auch im Shop, das verlinken wir euch jetzt gleich auch mal eben kurz einmal unten drunter. Wir brauchen die Halterung an der Seite bei diesem Grill jetzt nicht. Je nachdem, was für ein Grill ihr habt, könnt ihr mal gucken, ob ihr das irgendwie dran fuckeln könnt. Dann kann man das noch schön daneben machen, so dass es dann auch daneben hält. Das funktioniert. Ansonsten für ein Urban, Enders Urban, dafür sind diese Geräte ausgestattet. Preislich liegen wir hier irgendwo zwischen 25, 30 Euro. Ich sag mal rund 30 Euro kostet dieses Set mit dem Gasdruckminderer dabei. Achtet bitte darauf, dass ihr auch nur gescheite Gasdruckminderer nimmt und nicht irgendwelche Nachbauten. Denkt immer dran, Gas ist gefährlich, kann gefährlich werden, wenn man es falsch anwendet. Ja, ansonsten, was bleibt mir zu sagen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch bitte ein Abo da, wenn ihr das möchtet. Wir lassen jetzt alles abkühlen, dann wird alles weggeräumt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.